Ihr habt ja den großen Vorteil, ihr seid eigentlich die perfekte Besetzung quasi für einen Lockdown. Musiker und Technikerin, auch Gestalterin, habe ich gehört. Ja. Mhm. Wie habt ihr den Lockdown genutzt? Wie haben wir den Lockdown genutzt? Wir haben viel gekocht in erster Linie. Gut gegessen. Sehr gut gegessen. Gut getrunken. Ja, das auch. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben viel aufgenommen im Tonstudio, das wir ja haben. Mhm. Das wir ja lustigerweise kurz vor dem Lockdown eingebaut haben bei uns. Oder aufgebaut. Genau. Und da haben wir viel aufgenommen. Das heißt, Beate, du hast Technik gemacht und Stoffel hat gespielt. Ja, genau. Genau, Beate hat aufgenommen. Beate hat aufgenommen und der Kali, der Michael und ich haben aufgenommen. Und dann Gerhard, alles Mögliche. Was wir halt gerade gebraucht haben. Für alles Mögliche, genau. Und es ist immer noch so. Ja. Weil wir haben ja einen Lockdown. Nach wie vor. Okay. Ja. Und das Material zum Aufnehmen geht euch nicht aus? Nein, Strom ist ja weg nur da. Strom ist immer da. Ein Gigabyte haben wir immer noch übrig in der Rückhand. Gell? Das geht immer, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und ihr habt auch irgendwie ein Notenheft gemacht, habe ich gehört? Oder seid ihr gerade dabei? Ja, der Stoffel, der bringt seine Hafennoten jetzt gerade raus. Ja. Den ersten Band. Ich schreibe es mit einem Schreibprogramm und Beate richtet es dann verlagsmäßig ein. Genau. Dass man das auch drucken kann. Ja, ich mache dann das Layout und so weiter. Das machen wir miteinander. Und dann nehmen wir es noch auf. Ton ja, nehmen dass wir auf. Noch, genau. Dass man sich die Noten anschauen kann als Hafenistin oder Hafenist. Und dann kann man es anhören und dann weiß man ungefähr, wie es klingen sollte. Ah, das ist ja praktisch. Das heißt, das gibt es dann auf CD noch dazu, oder wie? Ja. Da ist eine CD dann dabei, bei dem Heft. Genau. Da ist die Tontechnikerin wieder gefragt. Ja, können wir auch da aufnehmen, gell? Das machen wir auch. Das machen wir alles daheim. Das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt, ihr seid das letzte Jahr gar nicht rausgegangen, oder? Doch, spazieren. Wir sind mal viel spazieren gegangen. Ja, das schon. Spazieren gehen wir schon, dann kaufen wir ab und zu ein bisschen was ein zum Essen. Ja, genau. Ja, da gehen wir schon auch raus. Ja, schon. Ja. Aber sonst geht euch das draußen gar nicht groß ab. Das Spulen meinst du, oder? Ja, ich meine, du warst ja zum Beispiel ja auch auf Tour. Du bist ja aber Technikerin eigentlich auf Tour gewesen. Und das fand ja jetzt wahrscheinlich ein Jahr nicht statt, oder? Nein, das war jetzt ein ganz Jahr lang nicht, natürlich. Und mir ist jetzt gar nicht so abgegangen, weil diese ganze Fahrerei natürlich auch sehr anstrengend ist, wie man weiß, auf Tournee. Aber jetzt darf es schon langsam mal wieder ein bisschen losgehen. Also jetzt schon langsam zieht es dich schon wieder über die Donau rüber. Ja, doch. Okay. Auf also, in den Norden muss unbedingt. Nein, so weit nicht, glaube ich. Aber ein bisschen wieder Spaß mit dem Herrn Rebers zu haben, das wäre eigentlich schon ganz schön. Ja. Weil mehr Weißwein als Rotwein trinken wahrscheinlich dann, oder? Ja, das schließt sich nicht aus. Mhm. Aber wie ist das finanziell? Ich meine, wie ist euer Einkommen gerade? Durch was? Also ich meine, Aufnahmen, klar. Du, meine Steuerberaterin, die hat nicht so viel zum Tun. Die Vorauszahlungen sind relativ niedrig. Stimmt. Und Corona-Hilfen waren ja Corona-Hilfen. Da. Corona-Hilfen. Der Söder hat uns gezahlt. Wir stehen ja praktisch auf der Gehaltsliste vom Söder. Ja. Okay. So kann man es irgendwie sagen. Ganz oben, oder? Hoffe ich doch. Ich glaube, ganz unten. Wahrscheinlich eher ganz unten. Der Herr Nüsslein ist weiter oben. Stimmt, ja. Momentan, ja. Okay, im ersten Handel haben wir ja keinen angefangen. So was haben wir auch nicht gemacht. Nein. Und wir haben einmal gespielt, letztes Jahr mit dem Gerhard im Oktober. Da bei Bad, wie hat es geheißen, Bad Nauheim Bad oder Ems, so. Oder irgendwie, irgendein Bad war es. Irgendein Bad. Da im Ding, ach, Bad Lahnstein war es. Bad Lahnstein. Okay, genau. Das war ganz schön. Und eine Veranstaltung in Mainz ist dann abgesagt worden von den drei, die wir gespielt haben. Die haben sich dann doch nicht getraut. Aber das war ganz, ganz gemütlich. Und es war ganz schön, mal wieder nach einem halben Jahr
so ein bisschen ein Tour-Flair schnuppern. Das war im Sommer, wie das möglich war. Aber oh, dann hat es auch schon wieder gelangt. Ja. Ja. Ist nicht so, dass es euch komplett, weil ich meine, das ist ja jetzt ein ganz anderes Leben. Ich meine, gerade Beate, du warst ja wirklich viel auf Tour. Ja. Und Tour heißt ja nicht irgendwie, ich gehe in der Früh um 8 in die Arbeit, komme abends um 5 nach Hause, sondern man ist ja, man wohnt ja auch woanders. Okay, man ist geht ja auf Nacht um 5 in die Arbeit und kommt in der Früh um 8 eben. Ja, so, ja. Wenn überhaupt. Ja, genau. Aber das stört dich jetzt gar nicht so, dass das jetzt irgendwie gerade nicht ist. Dass nicht so viel Tour ist, nein, das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte sowieso ein bisschen reduzieren und nicht mehr, sagen wir mal, wochenweise weg sein, weil mir das einfach zu lang ist. Und das merkt man jetzt einfach auch viel mehr natürlich. Und aber so 2-3 Tage dann mal wieder heim, also so ein bisschen ausgedünnt. Mhm. Geht das ganz gut. Ansonsten hält man es gut miteinander aus. Sonst hält man es ja sehr gut miteinander aus. Das ist das Wichtigste. Habt ihr was gelernt? Weil es hieß ja immer irgendwie, man sollte die Zeit nutzen, eine Sprache lernen, ein Instrument lernen. Hast du vielleicht noch ein Instrument gelernt? Nein. Der spielt ja schon was. Nein, mir glaubt es. Aber ich habe ein bisschen quetschen gelernt. Ja? Ja. Ja. Ich habe einen perfekten Lehrer Steirische. Daheim. Steirische, genau. Ja. Sehr gut. Habt ihr Lust, mir was vorzuspielen? Nein. Aber der Stoffel macht immer Konzert, jeden Tag, seit dem Lockdown, also immer wenn Lockdown war oder ist, spielt er um 7 vom Fenster raus. Also auf die Nacht um 7. Auf die Nacht um 7, nicht in der Früh. Nein. Wobei das eigentlich auch nett wäre. Statt am Hahn. Ja, genau, statt am Hahn. Und das ist ganz nett, das hat sich so ein bisschen etabliert und es kommen dann immer Leute. Die gehen abends spazieren. Da habe ich praktisch jeden Tag einen Auftritt. Und es ist jeden Tag ein Auftritt. Dann für mehr als vorher, oder? Ja. Du, das ist gar nicht so ohne, weil man mag sich ja vor den Nachbarn nicht blamieren. Mhm. Und jetzt, wenn ich schon jeden Tag Trompeten übe und Harfen oder Querflöten, dann mag ich's, dann bin ich ganz froh, wenn ich das dann die Spannung von einem Auftritt, die habe ich so auch. Weil, wie gesagt, man mag sich vor den Nachbarn nicht blamieren. Mhm. Und da umeinander kicksen. Nein. Ja. Nein, das geht nicht. Zum Schluss gibt es dann Beschwerden. Nein, aber ich habe schon gehört, da in Heidhausen sinken die Mieten. Ja. Wegen euch jetzt. Ja, und es gibt schon ein paar Häuser zum Verkaufen in der direkten Nachbarschaft. Also es wird mietenmäßig wieder besser in Heidhausen. Ich spiele Heidhausen leer. Das ist aber endlich mal eine gute Nachricht, die Corona bringt. Ja, genau. Ja, dann muss ich mal abends vorbeikommen. Ja, unbedingt. Sehr schön. Das ist schön. Immer, es gibt immer ein Konzert. Es ist ganz nett und ein bringender Nachbarn. Man merkt halt, dass die Leute im Lockdown im Stadtviertel ein bisschen zusammenrücken. Es sind ja keine, also man kennt sie untereinander, lernt und man lernt sie kennen. Ja. Und es wird wieder mehr zu einem Dorf. Mhm. Und da hat eine Frau hat einen Kuchen gebracht. Ganz nett. Wieder andere, die haben uns einen Gutschein geschenkt, dass wir uns was zum Essen holen können. So ein kleiner Bub hat uns ein Beutel gemahlen. Ganz nett, der Pauli. Das ist ganz nett, ja. Ja, das ist eine schöne Corona-Beschäftigung.